Wir haben immer noch Tag 4, nur dass wir jetzt dennoch 5:30 Uhr morgens haben. Wie gesagt, habe ich nie so ein wirkliches Schlafbedürfnis. Das kommt dann wahrscheinlich in 2 Stunden ungefähr. Dann schlafe ich meistens so von 7 bis 10:30 Uhr oder sowas oder 10 Uhr. Manchmal halt 9 Uhr. Jetzt mit dem Kochkost-Experiment sind es so 4 Stunden, 3,5 Stunden. Ansonsten 30 bis 90 Minuten. Ich muss das auch nicht in jedem Video sagen. Auf jeden Fall habe ich heute noch eine Mahlzeit zu mir genommen. Ich habe mich jetzt wirklich dreimal am Tag konsequent nicht nur satt gegessen, sondern in den sogenannten neutralen Zustand gegessen. Und die Erkenntnis ist mir jetzt damit auch erst überhaupt gekommen, dass ich das auch früher zu den High-Carb-Zeiten immer gemacht habe, dass ich ja richtiges Sattsein verwechselt habe mit so viel zu essen, bis man im neutralen Zustand ist. Ein neutraler Zustand ist, wenn man so viel zu sich genommen hat an Nahrung, dass der Körper die Entgiftung, die Rückvergiftung komplett stoppt. Und dann fühlt man sich halt für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder eine Stunde halt richtig genial, weil man keine Entgiftung oder fast keine Entgiftung mehr spürt und alles halt super ist. Und das Problem ist aber, dass durch das Essen selber erst diese Entgiftung entsteht und natürlich durch die Umweltgifte und insbesondere durch gekochte Nahrung. Ich habe auch gemerkt, wie ich halt bei jeder Mahlzeit und beim jeden Tag immer mehr und mehr und mehr und mehr davon brauchte, um in diesen neutralen Zustand zu kommen, wie bei einer Droge. Weil insbesondere die Kochnahrung den Hunger erst erzeugt. Und die Entgiftung natürlich umso größer ist, oder das Entgiftungspotenzial, das heißt das, was entgiftet oder rausgetragen werden will vom Körper, ist halt umso größer, je mehr man sich ja oder je stärker man sich vergiftet und wie man und dadurch ist sozusagen der Hunger dann immer größer, weil halt die Entgiftung auch immer größer ist, dann isst man noch mehr. Um in den neutralen Zustand zu kommen, dann muss man noch mehr essen, um in den neutralen Zustand zu kommen. Und ich glaube, das ist so der Hauptaspekt, den ich daraus wieder lernen wollte, warum ich es so gemacht habe. Damit ich mir in dem Punkt auf jeden Fall mal sicher bin. Und ich will es halt auch wirklich ausprobieren und nicht halt nur drüber lesen und so weiter. Und wenn ich das halt mit dem Gelesen entdecke, dann ist die Wahrscheinlichkeit für mich höher, dass es auch so ist. Ja, ich denke mal, jetzt bei dem vierten Tag wird das Experiment auch direkt wieder abgeschlossen sein. Auch besonders dadurch, dass ich mich richtig satt gegessen habe an verschiedensten Dingen, habe ich auch gar keine Lust mehr darauf. Wenn man halt wieder entgiftet jetzt davon, dann wird man auf jeden Fall wieder Lust drauf haben, aber halt nur für einen gewissen Zeitraum. Und gekochte Nahrung ist mein Fazit gemacht für mich persönlich. Wenn ich sage, für mich persönlich heißt das nicht, dass das meine Meinung für die Allgemeinheit ist, sondern dass das halt wirklich nur für meine Person und für mein Leben gilt, dass ich Kochnahrung für mich nicht für zuträglich empfinde. Aus dem Grund, weil es halt weil die Entgiftung davon dann einfach viel zu viel Energie braucht. Also um davon wieder zu entgiften, das ist mir einfach zu anstrengend und die Auswirkungen davon, die sind mir einfach alle zu anstrengend, also nicht zu anstrengend, sondern ist mir einfach zu blöd irgendwie. Wenn ich halt jetzt Rohkostnahrung esse und mich damit erde, wenn das mal nötig ist, also man muss auch wieder von gewisser Rohkostnahrung entgiften, aber das ist deutlich weniger anstrengend und es reicht eigentlich auch mit dem Erdungseffekt. Es kann sein, dass ich halt so weit gehe, dass ich irgendwann mal gedünstetes Gemüse wieder einbaue. Aber ich denke mal, stärkehaltiges Gemüse werde ich zumindest versuchen zu vermeiden. Aber es ist nicht so, dass ich das krampfhaft versuchen werde. Das ist mir im Prinzip mit meinem jetzigen Bewusstseinsstatus eigentlich relativ egal, falls ich das noch brauchen sollte. Und die Sache ist, ich habe jetzt auch schon wieder Hunger. Also nicht so wirklich Hunger.
im Sinne von mir krummelt der Magen und irgendwas, aber es ist halt, ich spüre so das Feuer in den Adern und dass das ein unangenehmes Gefühl ist für den Körper und so halt wieder irgendeinen Quick-Fix haben will, um das zu stoppen. Also ich habe schon wieder drin, irgendwie Zucker reinzukriegen, obwohl ich heute schon 4000 Kalorien gegessen habe und nur eine halbe Stunde Fahrrad gefahren bin. Ja. Also es erzeugt auf jeden Fall krassen Hunger. Und gekochte Nahrung ist auch einfach eine Droge. Das habe ich halt beim gestrigen Tag festgestellt, dass ich halt mich mit diesem Drang hatte, irgendwas Gekochtes zu essen. Stattdessen habe ich dann aber mich mit Rohkost satt gegessen, obwohl ich eigentlich da schon satt war, 12 Bananen als Smoothie getrunken, danach immer noch den Drang, gekochte Nahrung zu essen. Eine richtige Entzugserscheinung auch, dass es dann so himmelig geworden ist und was weiß ich. Also, nee, also für mich wirkt das halt wie eine Droge. Also die Symptome sind für mich halt ähnlich und deswegen mag ich das für mich persönlich nicht, aber ich tue es halt nicht verteufeln oder allgemein als sinnlos oder unnötig darstellen. Es hat seinen Sinn und seine Berechtigung und gut und schlecht, diese Einteilung, die gibt es für mich sowieso nicht mehr. Rohkost ist in einer gewissen Hinsicht auch eine Droge und andere Dinge können auch eine Droge sein. Ich glaube, drogenfrei kann man überhaupt nicht leben. Vielleicht ist das sogar der Sinn des Lebens. Keine Ahnung. Ich will mir da überhaupt nichts anmaßen. Ich will nur sagen, es ist das für mich persönlich, dass ich das halt, wie drücke ich es am perfektesten aus? Ist ja auch egal, das perfekt auszudrücken. Zuträglich sowieso nicht, sinnvoll nicht, ist, ja, ich kann jetzt eigentlich nur sagen, es resoniert mit mir nicht, es wird es am besten treffen, aber das würden einige Leute wieder nicht verstehen, was das Wort resonieren bedeutet. Also es spricht mich halt nicht an und es macht mich nicht an, sage ich mal so. Und ich fühle mich halt deutlich besser ohne. Außer halt vielleicht mal die halbe Stunde nach dem totalen Sattessen, wie vorhin. Also ich fühle mich einerseits gefüllt. Das waren jetzt, glaube ich, 1,5 Kilo Kartoffeln und nochmal eine riesen Gemüsepfanne. Und ganz, ganz wenig Nudeln einfach zum Probieren, diese eine Sorte. Und davor hatte ich nochmal, um überhaupt, ja, um mich schon davor, weil ich da halt schon diesen krassen Drang hatte nach Kochen, um das schon zu befriedigen, habe ich dann erstmal auch noch einen fast 1 Liter Saft getrunken. Und das war halt schon die dritte Mahlzeit an dem Tag. Ja. Und ja, und da fühlt man sich halt erstmal ein bisschen total gut, wie bei einer Droge halt, aber irgendwann kommt halt der Absturz und das Problem an Kochnahrung, was ich sehe, ist, dass, ja, man, ja, dass der Hunger halt vom Essen selber kommt, dass man dann halt in so einer Spirale gefangen ist und nie befreit ist von dieser Hungerkrankheit, von der Hungerheilkrise. Man hat immer, ja, man lechzt immer nach irgendwas und will irgendwas essen und muss irgendwas essen, um Energie zu verspüren, weil man halt die Entgiftung dadurch stoppt und dadurch dann halt dadurch meint man, dass dann vom Essen die Energie käme, weil es einfach nur die Entgiftung stoppt. Wenn man aber schon ziemlich entgiftet ist, kann man auch sehr, sehr wenig essen und hat halt gleichzeitig sogar noch mehr Energie. Das habe ich deutlich, nicht nur deutlich wahrgenommen, das ist schon richtig krass, wenn man sich halt mal traut, den Schritt konsequent für Monate lang zu machen, aber man muss dem natürlich dann auch vertrauen und auch irgendwie einen Sinn dahinter sehen und halt auch wirklich erkennen, dass es das wahrscheinlich so ist, damit man überhaupt ja den Mut aufbringt, das ist ja monatelang das irgendwie auszuprobieren. Wenn man halt daran nicht glaubt, dann hält man es halt für Zeitverschwendung und das ist das große Problem dabei und da fordert es erstmal schon ein bisschen Mut, das auszuprobieren. Aber ich wollte das dann unbedingt wissen, als ich davon erfahren hatte und es hat sich auf jeden Fall, ich kann nicht nur sagen, gelohnt, sondern es ist nicht nur ein anderes Leben, das ist unbeschreiblich, das ist so krass höhere Dimension und das ist so übelst krass, dass ich verstehen kann, dass die meisten das nicht, also ich verstehe, dass die meisten das nicht verstehen können, weil das geht auch über den Verstand hinaus, deswegen kann ich das auch nicht richtig verstehen, weil das halt nicht zu verstehen ist und nicht unbedingt dafür gedacht ist für den Verstand.
Obwohl der Rohkostreinigungsweg, der ist eigentlich ziemlich verständlich, der ist auch logisch aufgebaut. Aber noch höhere Dimensionen, die sind, gehen dann drüber hinaus. Aber was ich halt noch verstehen kann, ist, dass man halt mit diesen Energien nicht klarkommt und deswegen halt zum sich erden dann halt gekochte Nahrung isst. Also ich möchte das halt mit rohen Nahrung versuchen, mit irgendwelchen Kombinationen oder Rezepten oder Nüssen oder sowas, dass ich mich ja damit ab und zu erde, aber in erster Linie mit Gemüsefrüchten und einfachen Salaten zum Beispiel. Dadurch kann ich dann auch kompensieren, dass die Fruchtqualität hier so schlecht ist. Und ich habe schon wieder deutlich Lust auf Früchte. Ich bin jetzt auch viel weniger anspruchsvoll geworden. Dadurch, also mir ist fast alle Rohkost jetzt lieb nach diesem Experiment. Also werde ich wieder Karotten einbauen, die entsaften. Und Bananen als Smoothie einbauen. Ja. Mal so weit, dass ich wieder Äpfel esse, will ich aber nicht. Die werde ich aber entsaften auch. Ja. Und dann könnte ich noch mal. Ach, da mache ich ein extra Video drüber. Ja, also drück mir die Daumen, dass ich die Entgiftung der Kochkost überstehe und die nächsten Tage das dann halt nicht mehr so wirklich anrühre, weil ich es halt einfach nicht für mich möchte. Nicht, weil ich jetzt irgendwie ein Dogma aufstellen möchte. Damit habe ich mir selber jetzt auch gezeigt, dass ich da überhaupt nicht dogmatisch bin, sondern das halt auch mache, wenn ich irgendwie Bock drauf habe. Aus welchen Gründen auch immer, das war jetzt sehr, 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 sehr vielschichtig die Gründe. Also ein Grund wäre auch, um mal eine Pause einzulegen, sich einfach hinzulegen zu chillen und halt manchmal so ein bisschen Drogen zu nehmen. Weil das auf dem reinen Körper und Geist wirkt, ist halt schon wie eine Droge, um halt nicht mehr viel wahrzunehmen. Und ja, benebelt fühle ich mich nicht. Das auf keinen Fall, aber ich fühle mich halt schon so, ja, geordneter, gechillter, geerdeter insgesamt. Und darauf muss ich auch achten, oder möchte ich achten, dass ich das mit der Rohkost vereinbaren kann, dass ich das auch erreiche, in diesem balancierten Zustand. Aber so wie es jetzt ist, ist mir das einfach zu krass. Obwohl ich hätte gar kein Problem damit, dass es so weitergeht von diesem geistigen Zustand, der dadurch generiert wird. Aber nicht um den Preis, dass ich, ja, mich mit schleimbildender Stärke, dass die halt wieder eingelagert wird. Wenn ich jetzt eine Kochkost finden würde, halt die genauso, also den gleichen Effekt generiert und kein Schleim bildet, dann kann ich mir jetzt vorstellen, das mal hin und wieder zu machen, um halt wirklich eine Zeit lang, eine ganze Zeit lang mal einfach mehr zu chillen insgesamt. Und ich denke mal, mit gedünstetem Gemüse, inklusive Wurzelgemüse, also auch Karotten, Topinambur und sowas, das einfach kurz gedünstet, das könnte da durchaus funktionieren. Also muss man jetzt auch keine Gedanken drum, kommt dann halt wie kommt. Aber generell mag ich den Effekt halt nicht so. Wollte ich sonst noch was sagen? Ja, wie gesagt, tut mir den Daumen, dass ich das hinkriege jetzt. Aber ich habe eigentlich schon Bock drauf, weil ich muss zugeben, ich mag das Gefühl des Entgiftens. Es ist genau das gleiche wie Leute, die halt gerne Pickel ausdrücken. Das ist ja auch, wenn man dann merkt, ey, dieser Stoff, der kommt jetzt raus, dann hat man den Scheiß nicht mehr im Körper einfach. Das ist genau dasselbe. Das ist sogar wirklich genau dasselbe, weil die Pickel ja auch eine Entgiftung, eine Form von Entgiftung sind. Meine Mutter hat sich übrigens einen Safter gekauft, einen Slow Juicer, auf meinen Anraten auch zum Geburtstag, macht sich jeden Morgen Säfte seit ein paar Wochen jetzt und hat dann auch diese Entgiftungssymptome halt bekommen, auch Pickel bekommen, leichte Kopfschmerzen, hat jetzt sogar 10 Kilo abgenommen in ein paar Wochen. Richtig genial finde ich das. Und trotzdem ist sie immer satt, hat sowieso früher nie morgens irgendwas gegessen, jetzt trinkt sie halt morgens einen Saft und dann ganz normal ihre Mischkost. Ist zusammen. Ja. Finde ich auch cool. Und ich werde auf jeden Fall berichten. Vielleicht auch weiterhin täglich. Schneiden. Weiterhin täglich, ob ich das auch
ich geschafft habe und was ich halt so zu mir genommen habe. Also ich würde auf jeden Fall die Säfte werde ich noch leer machen. Sonst sowas. Ich habe Dosen Ananas ohne zusätzlichen Zucker. Das könnte ich mir sogar vorstellen, solche Früchte weiterhin als Backup-Plan zu nutzen. Muss ich mal gucken, wie die auf mich wirken. Zur Not könnte ich die mit dem Geist handeln, in Anführungszeichen. Dann habe ich jetzt erstmal ganz, 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 ganz viel Gemüse geholt. Einiges davon schmeckt nicht roh. Brokkoli zum Beispiel schmeckt mir nicht roh, auch nicht entsaftet, viel zu scharf. Ein riesen Weißkohl. Nee, roh schmeckt mir halt auch nicht. Blumenkohl kann ich roh verwenden. Zucchini, Tomate, Gurke, Lauch, roh mag ich ihn auch nicht, Zwiebeln auch nicht. Jetzt habe ich noch 2 Kilo Kartoffeln, bringt mir im Prinzip auch nichts, aber habe ich dann irgendwie als Backup-Plan da liegen. Ja, waren das irgendwie 40 € oder so. Deswegen gehe ich immer gerne erst spontan einkaufen, weil sich bei mir so mal ständig ändert. Ja, dann mache ich mal Schluss. Nächstes Video werde ich machen, was die Vorteile für mich von